Markus Dietrich von der Polizei, es gab einen Juwelierraub am heutigen Tag und zwar in der Innenstadt. Was ist denn dazu bekannt? Was hat sich dort heute ereignet? Gegen 11.15 Uhr ist ein Überfallsalarm bei der Landesleitzentrale eingegangen von einem Juweliergeschäft aus. Die Polizisten waren wenige Minuten später beim Juwelier, haben dort in den ersten Erhebungen festgestellt, dass es einen Überfall gegeben haben dürfte. Die beiden Angestellten waren sichtlich geschockt, haben angegeben, dass drei Männer den Geschäftsbereich betreten haben, dort Beute an sich genommen haben. Es dürfte lediglich eine verbale Drohung seitens dieser drei unbekannten Täter gegeben haben. Die beiden Opfer sind sich jedoch nicht ganz einig, ob nicht tatsächlich eine Waffe im Spiel war. Aber aufgrund des Schockzustandes konnte das bis jetzt noch nicht eruiert werden. Etwas über die mutmaßlichen Täter schon bekannt. Es war zu lesen, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben beim Betreten des Lokals. Weiß man sonst etwas über sie? Wir haben derzeit die ersten Angaben der geschockten beiden Opfer, der beiden Angestellten, die angegeben haben, es handelt sich um drei Männer, die hier den Überfall begangen haben. Sie waren schwarz gekleidet, alle drei mit Mund-Nasen-Schutz maskiert. Sie haben mit ausländischem Akzent gesprochen, vermutlich mit slawischem Akzent, so die Opfer, und sind in unbekannte Richtung geflüchtet mit ihrer Beute. Die Höhe ist derzeit noch unbekannt. Weiß man, was erbeutet wurde? Waren das Schmucksachen? Waren das Uhren? Ist da etwas bekannt? Wie hoch die Beute ausgefallen ist, beziehungsweise was erbeutet wurde, ist noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Wie geht die Polizei jetzt vor? Wie wird man versuchen, den mutmaßlichen Tätern habhaft zu werden? Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben die Ermittlungen übernommen. Hier laufen die Erhebungen auf Hochtouren. Man wird versuchen, im Umkreis Videomaterial, Bildmaterial sicherzustellen. Auch im Juweliergeschäft wird man versuchen, Bildmaterial sicherzustellen. Man wird etwaige Zeugen versuchen, ausfindig zu machen, wobei sich das aufgrund des Mund-Nasen-Schutzes und der dadurch auffälligen Verhaltensweise der Täter etwas schwieriger gestalten wird. Man wird auch in weiterer Folge dann, nachdem sich eben der Schock etwas gelegt hat, die Opfer einvernehmen und auch am Tatort Spuren versuchen zu nehmen. Möglicherweise haben die drei Täter oder einer dieser Personen ohne Handschuhe etwas angefasst, möglicherweise irgendwelche Spuren. Also hier sind die Ermittlungen auf Hochtouren am Laufen und man wird sich erhoffen, dass, wenn alle Ermittlungsergebnisse zusammengetragen sind, man hier nähere Erkenntnisse gewinnen kann. Das hoffen wir natürlich auch. Herr Dietrich, vielen Dank.